Hallo zusammen, mein Name ist Lars Wiechert. Ich bin ehemaliger Leistungssportler im Rudern, war zweimal bei den Olympischen Spielen, dreifacher Weltmeister. Warum solltest du Rudern wählen? Rudern ist eine der Kraftausdauersportarten überhaupt. Man bewegt 85-88% der Gesamtmuskelmasse und hat keinen Impact auf den Körper. Somit werden Sehnen, Bänder und Gelenke überhaupt nicht gestresst und wir haben einen sehr gesunden Bewegungsrhythmus. Aufgrund der Gesamtbewegung, die wir beim Rudern haben, ist es wirklich eine Sportart von jung bis alt. Bis ins hohe Alter von 99 oder 100 Jahren kann man Rudern sehr gut machen. Vor allem aufgrund der eigenen Anforderungen, was den Widerstand und des Rhythmuses angeht, haben wir hier eine Möglichkeit, über alle Altersklassen aktiv zu sein. Heute erkläre ich euch, was man mit dem Oakletics 8 alles machen kann. Es ist ein extrem kompaktes Ruderergometer mit einer magnetisch-elektronisch gesteuerten Bremse und es ist nur 1,91 Meter lang und wir können es wirklich ganz kompakt irgendwo in die Ecke stellen, was ich euch jetzt mal zeigen will. Man kann hier den Display runterklappen, die beiden Schellen lösen, einmal anheben, einrasten lassen und fertig. 1,91 Meter, zusammengeklappt sogar kleiner als ich, mit 1,86 bin ich klar größer als das Ergo und man kann es auch ganz leicht wieder auseinanderklappen, indem man hier den Riegel zieht, den Rollsitz festhält, die Rollschiene runterklappt, die beiden Sicherheitslaschen wieder befestigt und wir sind startbereit. Nachdem wir die Rollschiene runtergeklappt haben und es befestigt haben, stecken wir noch den Netzstecker rein und können dann auch schon loslegen. Wenn wir das Ergo aufgebaut haben, können wir es auch ganz leicht durch die Gegend schieben. Am besten einmal von der Stromquelle lösen, damit wir das Kabel nicht mitziehen, hinten angehoben und dann easy aufgrund der beiden Rollen vorne durch die Gegend zu schieben. Um jetzt wirklich mit dem Rudern anzufangen und auf dem Oakletics zu sitzen, zeige ich euch, was man alles einstellen kann und welche Einstellmöglichkeiten wir vor einer Einheit gegenüber anderen Ergometern haben und wo die einzelnen Finessen sind. Um mit dem Spaß beginnen zu können, verbinden wir uns mit dem WLAN, legen einen Account an und dann können wir auch schon loslegen. Um uns jetzt mit dem WLAN als erstes zu verbinden, gehen wir auf Einstellungen, Verbindung, WLAN einrichten. Wählen unser WLAN aus, das angezeigt wird, geben das Passwort ein. Jetzt sind wir verbunden und können unseren Account anlegen. Um einen Account zu erstellen, klicke ich auf das Mannequin, neuen Account erstellen, E-Mail-Adresse, gebe meine E-Mail-Adresse ein, drücke auf den Pfeil, meinen Accountnamen, wie ich heißen möchte, ein Passwort, damit alles gesichert ist. Weitere Einstellungen für meinen persönlichen Account kann ich hier vornehmen, indem ich zum Beispiel einen Schnelllogin mache, dass mein Name im Anfangsbildschirm steht oder dass ich auch, wenn ich der einzelne Benutzer bin, immer eingeloggt bleibe. Wenn man sich fertig angemeldet hat und eingeloggt hat, kann man hier auf dem Mannequin alle seine Benutzer sehen. Ich bin Lars, kann da draufklicken, Login und fertig ist. Eine gute Möglichkeit, um auch einen RFID-Chip zum Beispiel im Fitnessstudio oder bei mehreren Benutzern zu verwenden, kann ich hier unten RFID-Registrierung machen, indem ich raufklicke, meinen RFID-Chip verwende, nehme meinen RFID-Halter, halte den vorne ran und fertig ist es. Nachdem wir uns mit dem WLAN verbunden haben und auch den Account erstellt haben, haben wir die Möglichkeit, einzelne Workouts auszuwählen oder auch einfach loszurudern. Das kann ich euch jetzt zeigen, damit wir hier auch sehen, welche Einstellmöglichkeiten es sich bieten. Wollen wir einfach nur losrudern, können wir auf Start klicken und haben dann unseren gesamten Display. Wir haben die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Standardstädten zu wählen. Berlin, London und Paris sind immer da. Die untere Karte, diese Woche ist Kopenhagen, ändert sich immer wieder. Wir haben die Möglichkeit, Classical oder Satellitenaufnahme zu wählen, so dass sich da innerhalb des Bildes auch nochmal was unterscheidet. Wir haben hier die ganz klassische Ansicht, wie sie am Anfang ist. Mit den einzelnen Ruderparametern, die wir hier oben sehen, wie den Schnitt auf 500 Metern, die Meteranzahl, der Durchschnitt über die Gesamtzeit, die Schläge der Minute und die Gesamtdauer, die wir gefahren sind. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeiten auszuwählen, ob wir kmh, Kalorien pro Stunde, Watt oder auch unsere Trainerfunktion sehen wollen. Das Oakletics hat im Gegensatz zu anderen Rudergeräten eine Trainerfunktion, die sehr sinnvoll ist, wenn man mit dem Rudern beginnt oder seine Technik verbessern will. Dafür drückt man auf Trainer
und hat die Möglichkeit, zwischen einem einfachen und einem schweren Trainer auszuwählen. Dieses Spinnennetz zeigt einen in der Konstant, Rhythmus, Vorrollen, Schlaglänge oder dem Bewegungsablauf jeweils, wie gut man gerade unterwegs ist. Wenn ich zum Beispiel im Rhythmus sehe, dass ich nicht mehr ganz bei 100% bin, kann ich Rhythmus auswählen und sehe, in welchem Verhältnis ich mich dort befinde. Auch mit dem Beispiel ziehe den Griff schnell und kraftvoll nach hinten und bewege dich langsam wieder nach vorne, erklärt uns das Oglethics, wie der Rhythmus auszusehen hat und wir ihn ändern können. Die einzelnen Ecken des Spinnennetzes zeigen uns, wo wir Verbesserungen haben und eventuell auch schon richtig gut dabei sind. Wenn das Spinnennetz auf 100% steht oder auf der Zahl 100, wissen wir, dass wir alles richtig machen. Falls du beim einfachen Trainer dauerhaft auf 95 oder mehr Punkten bist, kannst du auf den schweren Trainer wechseln, um dein nächstes Level zu erreichen. Dort werden die einzelnen Punkte nochmal detaillierter bewertet, sodass es schwieriger ist, die volle Punktzahl zu erreichen. Neben der Trainerfunktion haben wir unten im Display auch noch andere Einstellmöglichkeiten. So können wir uns hier die Kraftkurve und auch die Herzfrequenzkurve anzeigen lassen, Detailaufnahmen wie zum Beispiel Schlaglänge, Durchzugsdauer, Freilaufdauer oder Rhythmus, wenn man das wirklich ganz genau nehmen will. Und wir können hier unseren Pulswert mit den Wattwerten sehen. Um unseren Pulsgurt zu verbinden, brauchen wir einfach nur einen Bluetooth-Pulsgurt, klicken auf Verbinden, wählen den Pulsgurt aus, den wir haben und auf geht's. Hier im unteren Bereich wird die aktuelle Herzfrequenz, die maximale, die kleinste und auch die Durchschnittsherzfrequenz über die Gesamtdauer angezeigt. Um eventuell auch mal einen ganz freien Blick auf die Karte zu haben oder gar nicht auf alle Werte gucken zu wollen, der kann auch auf die Gesamtansicht gehen, so dass man sieht, durch welches Gebiet man rudert. Wie hier zum Beispiel Kopenhagen. Beim Oglethics haben wir 10 Ruderstufen und 5 Kraftstufen. Man kann sie auf der rechten Seite auf Tippen des Plus verändern und damit verändern wir auch den Widerstand für unser Rudergefühl. Auf Stufe 1 bis 10 sollte man rudern, wenn man wirklich nur das kardiovaskuläre System oder auch die Kraftausdauer steigern möchte. Wenn es ums reine Krafttraining geht, bietet das Oglethics nochmal 5 extra Widerstandsstufen mit einer Hantel angezeigt, wo der Widerstand wirklich nur dafür da ist, um ordentlich Krafttraining zu machen und kein wirkliches Rudergefühl zu haben. Zwischen Stufe 4 und 6 bietet es sehr an, einen normalen Ruderschlag bzw. die Ruderdynamik zu haben. Gehen wir unter die Stufe 4, sagen wir mal 1 bis 3, sind wir in einer höheren Beschleunigung drin, also weniger Kraft. Und wenn wir auf Stufe 7 bis 10 gehen, ist es kraftlastiger und uns fällt die Beschleunigung schwieriger. So hat man eine gute Wahl zwischen unterschiedlichen Rhythmen, die man im Rudern auch trainieren kann. Neben dem normalen Rudern, wo wir einfach auf Start drücken und dann loslegen, haben wir die Möglichkeit, Workouts auszuwählen. Entweder eins von den vorprogrammierten Workouts oder welche, die wir selber erstellen. Da haben wir den Vorteil, dass wir aufgrund der magnetischen Bremse sogar unterschiedliche Widerstände einstellen können, die dann nicht manuell verstellt werden müssen, sondern aufgrund unserer Workout-Struktur angepasst werden. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Um jetzt ein Workout auszuwählen, gehen wir auf Workout. Und da haben wir die unterschiedlichen Einheiten, die schon vorprogrammiert sind. Von einfach, ambitioniert bis anspruchsvoll. Zum Beispiel, wenn wir einfach mal reinstarten wollen in einer morgendlichen Runde von 12 bis 14 Minuten, sehen wir hier, dass wir 4 Minuten einfahren, 1 Kilometer auf Stufe 4, 4 Minuten weiter. Wollen wir was Anspruchsvolles, was uns wirklich fordert, so können wir zum Beispiel Never Give Up von 32 Minuten wählen. Hier sehen wir auch die unterschiedlichen Strukturen, die wir dann abfahren müssen. Wir wählen jetzt Never Give Up aus. Klicken rauf, das Workout wird gestartet und oben im Gesamtzeitbalken, wie auch im normalen Rudern, sehen wir, wo wir uns befinden. Hier ist das Warmfahren, die einzelnen Intervalle und Pausen sind gut gezeigt, sodass wir motivationsmäßig angeregt werden, die Einheit durchzuziehen, wenn wir in den Balken sehen, dass wir mindestens schon über die Hälfte sind oder welchen Bereich wir auch immer schon geschafft haben. Spüren wir während eines Workouts, dass es uns zu hart oder zu leicht ist, können wir die Widerstandsstufen, die voreingestellt sind, auch jeweils ändern. Dabei ändert sich die Widerstandsstufe für das gesamte Workout um die Zahl, die wir verändern. Das heißt, wenn wir jetzt auf Stufe 3 sind und auf Stufe 2 stellen, wird es sich im laufenden Intervall, auch wenn eine Stufe 9 angegeben ist, auf Stufe 8 reduzieren, sodass die gesamte Einheit lockerer oder härter wird.
Wollen wir keins der vorprogrammierten Workouts verwenden, sondern unser eigenes programmieren, geht das ganz leicht auf Neues Workout auswählen. Da haben wir die Möglichkeit, von Standard, Zeit, Distanz oder Intervall eine Möglichkeit zu wählen. Wir wollen heute ein Intervall starten und können dann schauen, ob wir das Intervall zeitmäßig, distanzbasiert oder eventuell auch benutzerdefiniert auswählen möchten. Jetzt können wir sagen, wir wollen zeitlich 10 Minuten uns warm fahren und können hier auch noch auf das detaillierte Setting auswählen, welche Widerstandsstufe wir für das Warmfahren haben wollen. Stufe 4 ist gut. Übernehmen. Ein Paceboard brauchen wir noch nicht. Intervall hinzufügen und dann sagen wir, dass wir mehrmals 30 Sekunden als hartes Intervall fahren wollen. Also 30 Sekunden, detailliertes Setting, wählen wir Stufe 6, um ein richtiges Rudergefühl zu haben. Und hierbei können wir auch das Paceboard einstellen, damit wir uns richtig orientieren, welche Pace wir haben wollen. Unser Paceboard soll heute 1 Minute 30 schnell sein, weil wir uns richtig fordern wollen. Übernehmen. Intervall hinzufügen. Und zwischen diesen Intervallen brauchen wir eine Pause von auch 30 Sekunden, um ein ganz klassisches 30-30-Setting zu haben. Und in diesem Setting wollen wir uns schön erholen, deswegen wählen wir Stufe 2. Intervall hinzufügen. Und damit sehen wir schon mal unsere Workout-Struktur von 10 Minuten Warmfahren, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Und das können wir jetzt weiter programmieren, wie wir wollen. Während des normalen Ruderns oder auch des Workouts ist man auf dem Orgletics so gut wie nie alleine. In der digitalen Karte kann man Mitruderer sehen, die anhand kleiner Pfeile auch mit durch die einzelnen Welten wie Berlin oder Paris oder der wechselnden Karte mit einrudern. Nach der Einheit haben wir die Möglichkeit, uns alle Ergebnisse auf dem Display anzugucken. In der Kalenderspeicher unseres Displays können wir die einzelnen Einheiten sehen. Und wenn wir eine Einheit auswählen, kann man da auch sehen, wie lang man unterwegs war, wie viel man gerudert ist, wie der Schnitt auf 500 Metern war und die Länge des Schlages und alle weiteren Daten. Genauso wie die Trainerfunktion, die uns angezeigt wird, was währenddessen im Training nicht ganz so gut war und wo wir schon am Maximum angelangt sind. Auch ganz unten können wir nochmal sehen, wie unsere Herzfrequenz im Verhältnis zur Leistung war. Eine Schnittstelle zu Strava ermöglicht uns, das Training hochzuladen und dort in der Community zu teilen. Unter webapp.orgletics.de haben wir unseren Account, wo wir uns verbinden können. Und wenn wir eingeloggt sind, haben wir im Dashboard erstmal alle unsere Rudereinheiten, die wir hier eben auch im Speicher sehen können, wie viele Schläge etc. wir gemacht haben. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, unseren Fitness-Account zu verknüpfen und somit bei Strava unsere Aktivitäten hochzuladen. Weitere Funktionen werden kommen. Mit dem Überblick wisst ihr, was man jetzt beim Orgletics alles einstellen kann. Vom normalen Rudern, Workout-Rudern, die Trainerfunktion, die euch sagt, wie ihr richtig rudert oder auch das virtuelle Rudern mit anderen Leuten zusammen. Weiterführend in einem neuen Video werde ich euch zeigen, wie man richtig rudert und wie die Rudertechnik im Allgemeinen aussieht, damit ihr insgesamt euren gesamten Spaß auf das Ergo bringen könnt. Vielen Dank für euer Interesse und das Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.